Hallo, warum ich Make-up-Coach mag und wer das überhaupt ist, das sage ich euch. Also, ich hatte ein Problem und zwar hatte ich geschwollene Augen und wusste immer nicht, wie ich das wegschminken soll. Und habe mir natürlich, wie so andere Frauen, auch wahrscheinlich in meinem Alter, Ü50 oder Ü40, manchmal auch Ü30, egal, das alles ist jetzt eigentlich total egal. Manchmal hat man das einfach als Frau, dass man unter den Augen so ein bisschen geschwollene Lider hat. Und bei mir hat nichts geholfen, egal was ich gemacht habe, ob ich jetzt meine Ernährung umgestellt habe, viel getrunken, Sport, alles Mögliche, Augencremes, nichts hat geholfen. Also habe ich es irgendwann akzeptiert und habe natürlich ordentlich Concealer darunter aufgetragen und so ein schönes dickes Puder. So, hat aber nichts geholfen, weil nach einer Stunde sah ich aus wie die Wüste Gobi, sah total komisch aus, wie so ein Lederschuh, ganz merkwürdig. Und habe mir dann ein Video angeschaut und sie hat gezeigt, sie ist eine Make-up-Artistin, sie hat bei RTL gearbeitet als Maskenbildnerin, sie ist übrigens auch Friseurmeisterin und sie hat einen eigenen YouTube-Kanal und sie hat Schminke hergestellt, also sie hat eigene Kosmetik und nicht nur das, sie ist auch mega sympathisch. Und es wird alles in Deutschland hergestellt und alles ist tierversuchsfrei und vegan und was soll ich, also alles, ne? Alles Nummer eins. Alles, was ihr euch denken könnt. Super sympathische Frau, ich habe sie sogar schon kennengelernt. Also ganz toll, ne? Und die Kosmetik, die ist richtig toll. Sie hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jedenfalls hat sie dann ein Video gezeigt. Und hat einfach ihr, sie nennt das Zauberpuder, wartet mal, das, genau, so sieht das aus, schon ordentlich benutzt. So, hier ist das Zauberpuder drin, das ist ein Transparentpuder, das ist ganz, ganz, ganz fein. Und das hat sie einfach, also sie hat den Concealer nur darauf gemacht und hier, wie man das so macht, ne, das kennt man ja schon inzwischen, sie hat dann aber nicht hier so voll Concealer und so ganz dick aufgetragen, sondern hat den nur ganz leicht auslaufen lassen. Man kann auch ein bisschen Foundation drüber machen, aber nicht hier alles voller Concealer. Das sieht komisch aus, ne? Weil die Haut ist hier so weich und das hat sie alles ganz genau erklärt. Und dann hat sie einfach nur dieses Zauberpuder, zeige ich euch mal so auf ganz schnell, so ganz, ganz schnell. Dieses Zauberpuder hat sie dann einfach nur hier aufgetragen. So. Das Ergebnis war so genial und so erschreckend toll, dass ich mich sofort in diese Frau verliebt habe, weil ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wahnsinn. Und da war ich so begeistert und dann habe ich mir alle Videos angeguckt von ihr und ich war immer begeisterter. Sie hat da auf ihrem Kanal Frauen geschminkt. Jeder hatte so ein Problem, eine Narbe, irgendwas. Und ich war so begeistert von ihr und sie ist einfach so super sympathisch. Und das ist der Grund, warum ich Make-up-Coach liebe. Einfach nur mal für euch, falls ihr Make-up-Coach noch nicht kennt, ihr kennt die Produkte nicht oder so. In Deutschland hergestellt, alles tierversuchsfrei, vegan, super Preise, wirklich super Preise, weil wenn ihr irgendwas kauft von ihr, ich muss das putzen, weil es ist ein bisschen schmuddelig, weil es immer benutzt wird. Wenn ihr was kauft von ihr, sie hat, ich habe auch schon 1000 Millionen Videos damit gemacht. Und wenn ihr was Schönes kauft von ihr, egal was, sie hat Lidschattenstifte, sie hat Pinsel, hier wird alles von mir jeden Tag benutzt. Kleine Pinsel, große Pinsel, sie hat Lidschattenstifte, sie hat mehrere Paletten, sie hat Concealer, sie hat irgendwie so fast alles. Ja, und deswegen bin ich schon seit, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt? 3 Jahre, ich glaube schon über 3 Jahre, ein riesengroßer Fan von ihr. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann bitte sofort kennenlernen. Tschüss.